Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute sind wir draußen unterwegs. Ich zeige euch so tolle Ausflugtipps, die ihr hier in Heidelberg besuchen könnt. Alle sind kostenlos. Und los geht's hier in der Schwanenteichanlage. Sie ist direkt neben der Stadtbücherei. Wir gucken uns direkt mal um. Man kann hier Buhl spielen und Balancieren üben. Ist gar nicht so leicht. Und es gibt auch ganz viele andere Fitnessgeräte, an denen man sich so richtig austoben kann. Außerdem gibt es eine riesige grüne Wiese zum Picknicken oder in der Sonne liegen. Es gibt einen total schönen Spielplatz und große bunte Blumenbeete. Die orangenen und gelben Blumen hier sind Zinien und Sonnenhüte. Und dieses Puschelige da unten, die heißen tatsächlich Fetthennen. Warum die Blumen so heißen, konnte mir keiner sagen. Sehr merkwürdig. Naja, die weißen hier sind keine zu großen Gänseblümchen, sondern auch Sonnenhüte, die gibt's in so vielen verschiedenen Farben. Und das Gras hier, das sind Lampenputzer. Im Schilf des Schwanenteichs kann man Libellen beobachten. Manchmal sind auch die Nilgänse hier. Als nächstes bin ich in der Allerhauptanlage in Kirchheim. Das ist ein riesiger Spielplatz. Schaut euch mal um. Es gibt tolle Schaukeln. Außerdem gibt es ein schönes Karussell, einen großen Sandkasten und Trampoline zum Hüpfen. Ihr könnt auf der Rennbahn schauen, wer der schnellste von euch ist oder über die Kletterfelsen klettern. Wenn ihr müde seid, könnt ihr euch einfach auf der grünen Wiese mal hinlegen oder picknicken. Und es gibt viele Hügel und Gebüsche, wo man Fang und Verstecken spielen kann. Jetzt bin ich auf dem Weg zum Abenteuerspielplatz Spuk im Wald. Er ist zwischen Emmertsgrund und Leimen. Mal schauen, ob ich ein paar Gespenster entdecke. Hui! Es gibt so viel zu entdecken. Man kann rutschen, schaukeln, wippen, klettern. Das ist Wahnsinn. Es gibt hier aber nicht nur Spielgeräte auf dem Spielplatz. Nein, ich habe auch neue Freunde gefunden. Schaut mal. Hallo! Na du? Alles klar? Wie heißt du denn? Hi, da sind noch mehr. Guck mal. Oh. Für meinen nächsten Ausflugtipp habe ich ein bisschen geschummelt. Normalerweise muss man nämlich für die Bergbahn Geld bezahlen. Ich durfte aber heute kostenlos mitfahren. Deshalb dachte ich, ich zeige euch mal die Aussicht von hier. Wenn ihr auf den Königstuhl hochwandert, habt ihr natürlich eine genauso tolle Aussicht. Schaut mal, wie weit man von hier oben aus gucken kann. Wow! Vom Aussichtspunkt aus kann man direkt auf einem der schönen Wanderwege loslaufen, so wie ich das jetzt hier gerade gemacht habe. Nach kurzer Zeit steht man schon mitten im Wald. Ein schönes Wanderziel ist beispielsweise das Felsenmeer. Es ist circa eine halbe Stunde von hier entfernt. Für die Wanderfaulen gibt es hier oben das Märchenparadies, eine Falknerei und einen Waldspielplatz zu entdecken. Puh, ich gönne mir hier oben erstmal noch schnell eine kleine Pause, bevor es weitergeht. Und schon geht's mit der Bergbahn wieder nach unten. Mein nächstes Ziel liegt nämlich auf der anderen Neckarseite. Wir sind den Philosophenweg hochgestiegen, bis zum Philosophengarten. Hier wachsen so viele verschiedene Pflanzen und die riechen so gut. Schade, dass es keine Videos mit Geruch gibt. Wo es so viele Blumen gibt, gibt es natürlich auch eine Menge Insekten, zum Beispiel diese Bienen hier. Aber auch viele Käfer kann man hier entdecken. Und wow, schaut mal, da ist sogar eine Holzbiene. Seht ihr das schwarze Insekt? Das Besondere ist, sie wohnen nicht wie andere Bienen in Bienenstöcken, sondern sie bauen ihre Nester in alte Holzstämme. Die Hummel hier knabbert gerade an einer Salbeiblüte. Im Hintergrund seht ihr auch Spinnenblumen und Buntnesseln. Diese Biene schaut sich gerade ein Wandelröschen an. Es wechselt seine Farbe beim Blühen. Hier könnt ihr euch das Wandelröschen nochmal komplett anschauen und die Spinnenblume im Hintergrund. Das rote hier vorne ist Feuersalbei, auch wenn er nicht brennt. Und Buntnesseln, diesmal in grün, nicht in rot. Hier fliegen sogar Schmetterlinge rum. Jetzt können wir die Aussicht auf die Stadt anschauen. Ist es nicht wunderschön? Da drüben ist das Schloss, da habe ich früher gewohnt. Das war aber noch längst nicht alles vom Philosophenweg. Man kann noch viel, viel weiter gehen. Mal schauen, was wir gleich noch so entdecken. Schaut mal da drüben, ein Trampelpfad. Zeit für einen Abenteuerweg. Oh, mal schauen, wo der hinführt.
Fall. Ich glaube, das ist ein Mistkäfer. Der ist aber flott unterwegs. Am Ende des Weges haben wir sogar einen kleinen Spielplatz gefunden. Wir hatten mega viel Spaß hier. Guck mal. Fledis Flugtricks. Los geht's. Hui! Boah, das war cool. Annika, hast du's drauf? Ich weiß nicht genau. Ich hatte gerade einen Käfer auf dem Fuß. Oh Mist. Okay, nochmal. Achtung. Alle bereit? Yep. 3, 2, 1. Hui! Ah, ui! Fledi, geht's dir gut? Ja. Hilf mir mal kurz hoch. Au, ach. Oh, danke. Nachdem das mit diesen Tricks nicht so gut geklappt hat, haben wir entschieden, doch lieber weiterzugehen. Botanischer Garten. Das ist doch was mit Pflanzen. Das klingt gut, da gehen wir rein. Kommt. Boah, der Baum sieht ja cool aus. Boah. Und er ist riesig. Mal schauen, wie der heißt. Eine chilenische Araucarie. Nie gehört. Das hier kenne ich aber, das ist Bambus. Das essen die Pandas in China total gerne. Hier haben wir auch noch einen chinesischen Baum gefunden. Er heißt Ginkgo-Baum und hat total tolle Blätter. Hier gibt es so viele Pflanzen aus aller Welt zu entdecken. Leider hatten wir nicht genug Zeit, um euch alles aufzunehmen. Deshalb kommt doch selbst mal hier in Neuenheim vorbei und schaut es euch an. Wir sind jetzt erstmal auf dem Heimweg. Boah, ich bin so müde. Zum Glück muss ich nicht selber laufen. Hoffentlich haben euch meine Ausflugtipps gefallen.